Nach Huawei hat auch Sony ein Full-HD-Smartphone vorgestellt. Das 1080p-Display hat eine Diagonale von 5 Zoll. Die Rückseite ist, wie schon beim Nexus 4, aus einem glasähnlichen Kunststoff. Die Kamera fotografiert mit 13 Megapixel, unterstützt auch HDR-Videos. Im Inneren ist ein Snapdragon Quad-Core-Prozessor, der mit 1,5 GHz getaktet ist. Eine weitere Besonderheit am Sony Smartphone soll auch sein, dass die Standby-Zeit durch eine neue Technologie bis zu vervierfacht werden konnte. Ob das tatsächlich der Fall ist, werden natürlich erste Tests zeigen. Das Full-HD-Display sieht im ersten Moment extrem scharf aus. Es macht richtig Spaß, damit zu fotografieren und zu filmen und auch natürlich Fotos dann anzusehen. Außerdem läuft es ohne Probleme flüssig. Wir haben hier die hauseigene Sony-Oberfläche mit dem eigenen Launcher, wie man schon von anderen Xperia-Modellen kennt. Auffallend ist auch die Standby-Taste, die etwas anders aussieht, als man es von anderen Smartphones kennt. Die Verarbeitung macht im Ganzen einen positiven Eindruck. Das Handy ist leicht, wirkt aber deswegen jetzt nicht unbedingt billig. Die Kanten sind gummiert, also da wird auch vermutlich nicht allzu schnell etwas abgeschlagen. Die Seite besteht auch aus Kunststoff. Im Vergleich zum S3 ist es aufgrund des 5 Zoll Displays natürlich ein gutes Stück größer. Von der Vorderseite und auch von der Rückseite gut ersichtlich.